So, da sind wir wieder. Boah, ich sehe. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja wie bei Pokémon hier wahrscheinlich jetzt, ne? Oh Mann. Ja, frag mich mal, ob ich da Lust zu habe. Ja, mach's doch. Frag doch einfach. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt müssen wir mit Try and Error hier alles durchkriegen. Warte mal, jetzt sind wir oben links. Ich weiß ja nicht, wie viele oben links und oben rechts es gibt. Okay, da sind wir schon mal reingegangen, meine ich. Nee, ich versuch's jetzt mal hier. Das sieht eher mittig aus. Ja. Jetzt sind wir wieder ganz oben. Versuchen wir mal das hier. Ja. Scheiße. Gehen wir mal erstmal links lang. Erstmal nach links. Ich finde dieses Spiel jetzt schon ranzig. Na, ich gehe einfach mal random irgendwo rein. So, mit meinem Glück muss es ja irgendwann mal klappen. Ja, es gab bestimmt schon mehr Leute, die das so versucht haben. Und die sind dann so geendet wie dieser Knochenfredi da oben. Okay, das haben wir alles schon gemacht. Waren wir hier schon unten links? Ne? Jetzt sind wir wieder ganz oben. Gehen wir nochmal unten links? Nochmal unten links? Geht nicht. Machen wir so. Hier? Ja, ich gebe es zu, dass ich mir das nicht wirklich gemerkt habe, wo ich schon drin war und wo nicht. Ja. Merkt man, glaube ich, so ein bisschen, ne? Versuchen wir es immer oben links. Dann muss es klappen. Außer hier, hier gehen wir unten links. Und dann hier oben links. Nein. Das war nicht richtig. Nochmal oben links. Und oben rechts. In Richtung Skala, da. Das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Oben rechts wieder. So, dann haben wir hier schon unten links. Ja. Scheiße. Mami, warum kann das denn nicht einfach angehen hier? Ja. Es gibt einen von diesen Ernies, den wir noch nicht benutzt haben. Und ich habe gerade wirklich nicht die Peilung, welcher das ist. Ey, das ist... Ne? So. Ja? Oh, ja. Hier, komm. Unten links. Ist auch cool. Wack. Ah. Da muss man bestimmt was ganz anderes machen. Irgendwie, keine Ahnung, popeln oder sowas. Ah! Wer ist das denn? Ich keine Ahnung, aber will... Phantom Fanta. Der sieht ja aus wie General Fanta, frisch gestrichen. Also mir kommt er nicht bekannt vor. Du warst ja auch noch nicht dabei, als Sepp und ihn nicht verdroschen haben, nicht wahr, Sepp? Jo, mei. Wie ist das denn? Gedächtnis AD. Das liegt so ein bisschen immer am Alkohol. So, ich möchte jetzt aber mal Kram benutzen. Nochmal einen Schnaps für Sepp, damit wir mal unfair machen können. Und auch noch einen Schnaps für Heinrich. Das hätte man auch gerne mal in der Pause machen können. Aber ist egal. Im Kampf Schnaps. Heinrich Spezial. So. Ja, Heinrich Spezial. Unfair ist übrigens ins Gesicht pupsen. Das ist nicht so freundlich, finde ich. Ich finde gerade mal, also, physische Attacken, die ziehen hier viel, viel mehr. Wir gehen einfach hin und hauen den Wort aufs Maul. Fertig. Da muss man nicht den ganzen Tag gucken und überlegen und was könnte man tun. Vielleicht möglicherweise. Nein, man macht einfach, drückt einfach Enter und dann ist vorbei. Und wenn man halb tot ist, dann kann man sich auch nochmal ein Bier reinzwitschern und dann geht das. So. Bing. Na, siehst du mal. Gut, dass wir das mit Heinrich gemacht haben, sonst wäre der nämlich jetzt kaputt. Siehst du? Das war unser Gewinn. So, alles wieder gut eingesackt. Wir haben jetzt zweimal alles wieder gut.
Cool. Das war definitiv nicht General Fanta. Ja, ich glaub's auch. Puh, haben wir das auch hingekriegt. Mann, ich habe gerade so ein bisschen das Problem. Ja, ist ein bisschen First World Problem, gebe ich zu. Aber ich habe Waschmaschine jetzt an gehabt, die ist fertig, aber der Trockner noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis der Trockner fertig ist, damit ich mein Zeug von der Waschmaschine in den Trockner packen kann und die Sachen aus dem Trockner zusammenlege. Das ist richtig First World Problem, aber mal so richtig. Oh Gott, was ist hier denn los? Sieh an, wen haben wir denn da? Wollt ihr etwa zu unserem Meister, dem mächtigen Lord Zeltas? Fanta? Cola? Ihr beide seid noch am Leben? Aber natürlich, Mann. Oder habt ihr geglaubt, dass uns eure mickrigen Attacken etwas anhaben konnten? Uns war klar, dass ihr früher oder später hier auftauchen würdet, um die heilige Bierflasche zu stehlen. Deshalb haben wir hier auf euch gewartet, um euch mit vereinter Kraft zu besiegen. Und wenn wir vereinte Kräfte sagen, dann meinen wir das auch so. Legen wir los, Cola! Auf geht's, Fanta! Für Einigung! Ja? Nice! Und das ist jetzt? Ratet dreimal? Mezzomix! Es ist nun an der Zeit, endgültig abzurechnen. Tolle Show, Mann! Echt! Da ist Mezzomix und der verdient Prügel. Von Heinrich und von Seebrücke! Mezzomix! So, der kann's doch nicht. Guck mal, den kriegen wir doch kaputt. Na, ah, das ist doch jetzt keine Heldentat, den Mezzomix hier kaputt zu hauen. Ich meine, wenn wir mal so Sepp uns angucken, der den ganzen Tag richtig viel Bier trinkt, dann kriegt er so eine Pulle Mezzomix auch relativ schnell aus. Der hat so einen Saugdruck da in seine Schnurrbüll, das gibt's gar nicht. So eine Flasche Sprite macht er der innerhalb von 3 Sekunden leer. Der hat's raus. Und Mezzomix gar nicht. Der ist eher so ein bisschen, ja, filmschick, würde ich sagen, ne? Feige. Und er kann es einfach nicht. Er hat nicht so den nötigen Stil, die nötige Stärke, sich gegen Bröckel zu behaupten. Na. Und gegen Heinrich und Seb sowieso nicht. Seb ist so Biest. Haut mit dem Schwert zu. Das kann mich aber eigentlich nur sehr, sehr peripher tangieren hier, ne? Siehst du, die kriegen das alle nicht gebacken hier. Ich hab jetzt gerade nicht hingeguckt. Haben wir schon gewonnen? Ja? Haben wir? Nee, ne? Haben wir noch nicht. Kommt gleich erst. Sieb holt aus. Mezzomix haut aus. Oh Gott. Jetzt sind wir gerade mal ein bisschen schlecht dran. Heinrich... Oh Gott. Das ist so schlecht. Warum kann ich die Leute von mir nicht einfach mal ein bisschen stärker machen? Hätte ich mal machen sollen. So, jetzt gibt's erstmal Freibier für alle. Freibier! Prost! Und er haut wieder mit dem Schwert. Das ist nicht nett. Mit dem Schwert hauen, ne? Das ist feige. Zauber der Abhängigkeit. Nee, ist nicht. Abhängig von Mezzomix oder was? Da geht mit Bier viel besser. Da. 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 Koffeinabhängig? Oh Gott. Ist alle jetzt koffeinabhängig? Die haben's. Das ist doch nicht richtig. Das kannst du nicht machen. Sepp. Läuft wie wild auf sein Opfer zu. Jetzt ist aber auch bald mal gut hier, ne? Ja. Komm. Mezzomix. Bung. Bung. Nein. So machen wir das hier gar nicht. Heinrich, du darfst nicht sterben. Hier hast du ein Bier. Prost. Langsam ist aber auch wirklich mal vorbei, oder? Also, ich finde, man könnte jetzt schon mal bald einen Schlussstrich setzen hier. Dieses mächtige Mixschwert. Das ist doof. Das ist gar nicht so mächtig.
Zauber der Abhängigkeit. Ist auch feige. Los, komm, ja, jetzt mach diesen Mist hier zu Ende. Mensch. Sieb. Sieb gibt Gummi. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, siehste mal. Komm, oh. 32 Promille. 30 Bier mal. Gut gemacht. Alles wieder gut angesagt. Wieso haben wir dreimal alles wieder gut? Was ist das überhaupt? Oh nein. Oh doch. Wir haben dich endgültig besiegt, du Mischling. Das meinte ich doch gar nicht. Wisst ihr denn nicht, was passiert, wenn man mich zu sehr schüttelt? Oh Gott, Kohlensäure! Er wird explodieren! Wo ist es? In Deckung! War ja jetzt nicht so, ne? Er ist weg. Wir haben ihn besiegt! Hey, der Weg ist nun auch frei. Ist ja gut. Gehen wir. Ja, aber was ist denn alles wieder gut? Halt wirklich alles und jeden, außer Feinde. Machen wir mal. Oh, das ist ja gut. Ja, alles wieder gut, ne? So, damit ist der Weg zum Endgegner jetzt beschreitbar. Von unserer supergeilen Mega-Gang. Einer stärker als der nächste. Oh, ich hoffe, dass wir nach diesem unheimlichen Weg endlich dort sind, wo wir hinwollen. Nicht mehr lange, dann werden wir Zeltas gegenüberstehen und ihm die heilige Bierflasche entreißen. Einen genauen Plan haben wir nicht, oder? Ach, nö, ne? Nope. Na schön. Ich sehe den Ausgang! Dann wird's jetzt ernst. Mehr oder weniger. Oh Mann. Oh Mann! Oh Mann! Was eine Fassade! Zeltas Schloss. So, jetzt geht's los. Sekt oder Zeltas? Dann wollen wir mal. Gemäß dem Fall, dass wir hier wahrscheinlich sterben werden, mache ich nochmal ein Safe State auf Speicherstand 7 und werde gleich vergessen, welcher Speicherstand das war. Hi! Was macht der denn hier? Endlich seid ihr da! Bitte nicht! Leute, dieses Psst. Ja, ne? Ich hätte hier ein paar Leute aufgetrieben, die sich unserem Kampf für Gerechtigkeit anschließen wollen. Leider kann ich selbst euch nicht begleiten, weil ich, eine Grippe habe. Sehr ansteckend. Welch ein Jammer. Jetzt bin ich aber traurig. Überhaupt durch. Wie dem auch sei, wählt bitte einen aus, der euch auf eurem Weg begleiten soll. Hoffentlich sind es keine Weicheier wie du. Ach, da wird gebsittet. Ich will dich hier. Eine gute Wahl, aber ich stehe leider Gottes nicht zur Auswahl. Beim nächsten Mal aber sicher. Das ist Regulasch. Er kommt aus Elfendorf. Ich glaube, ihr wart sogar schon mal dort. In der Tat. Er ist Bogenschütze, ist schnell und kann gut zaubern. Wollt ihr ihn in eurem Team? Ja, lieber nicht. Das ist Robobo. Robobobo. Robobobo. Er ist ein Roboter. Ach. Seine Stärke ist die Verteidigung. Aber er kann auch gut angreifen. Wollt ihr ihn in eurem Team? Oh, lieber nicht. Was ist das? Das ist Harvey. Er ist eine vergrößerte Wildröte. Ihr seid euch schon mal begegnet. In der Tat. Seine Stärke ist der Angriff. Er setzt meist Feuerangriffe rein. Wollt ihr ihn in eurem Team? Ja, komm. Den nehmen wir. Harvey schließt sich deinem Team an.